So, hallo Leute, willkommen zurück. Eine neue Folge Secret of Mana ist am Start. Wir sind momentan im Zwergendorf, haben diesen Feuer-Giga besiegt, Feuergiganten. War jetzt auch nicht so schwer mit unserer neuen Feuer, sage ich schon, mit unserer neuen Magiekünste der verschiedenen Eiszauber. Jetzt haben wir den Feuergiganten auch. Ich muss mal gucken. Also Charakterwechsel, es dauert immer ein bisschen, wenn ich hier eine neue Aufnahme starte. Jetzt haben wir den Gnom, Undine, Undine und den Gnom. Der Gnom, schauen wir mal noch mal kurz, was er kann. Erhöht die Ausweichchancen und beschleunigt Angriffe. Hebt die Verteidigung, senkt erhaltenen Schaden. Und hier Waffen erhalten die Fähigkeit zur Versteinerung. Ja, Prim kann immer die Abwehrzauber und die Buffs und Popoy kann immer die. Bin ich jetzt Popoy? Ja, kann immer die. Hä, warum bin ich Popoy und kann aber nur Primon? Okay, und Popoy kann. Angriffszauber hier. Begräbt Gegner unter herabfallenden Felsen. Sehr gut. Lässt spitze Diamanten auf Gegner herabregnen. Auch gut. Verlangsamt die Gegner. Alles gut. Gut. Gehen wir mal weiter. Was haben wir denn für Waffen? Wir haben diesen Degen. Wie heißt er noch gleich? Haben wir mal Waffen. Hier, Wächter, die Wächterklinge haben wir. Jups, jups, jups. Wo ist die Abkürzung nochmal? Hier, glaube ich, war die Abkürzung. War die nicht hier? Wieder raus aus dem Zwergendorf. Hi, Alter. Kannst du mir neue Waffen machen? Waffen verstärken, meine ich. Schauen wir mal. What's? Welche Waffe du verstärken darfst, sage ich dir auch gleich. Die Axt kannst du verstärken. Also gut, mache dich an Schmieden. Was haben wir jetzt für eine Axt? Schreitaxten. Sehr gut. Da hatten wir einen Orb. Kann ich verstärken? Da haben wir keinen Orb. Wir brauchen immer diese Orbs, um die Waffen zu verstärken. Okay, haben wir alles verstärkt, was wir konnten, war nur die Axt. Dann lass uns mal in den Süden gehen. Rosalka hat uns doch gerufen, wir sollen nach Gemma gucken. Bin ich jetzt richtig hier? Ja, ich bin richtig. Gut, dann gehen wir in den Süden nach Pandora. Schauen wir mal, was es da Neues gibt. Ich denke, wir können in diesen südlichen Tempel rein. Und können jetzt endlich auch mal Dillac retten, was wir eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit machen wollten. Ja, ich schnapp mir natürlich die Truhe mit den Bonbons. Kann es vielleicht auch mal irgendwas anderes geben als wenig Goldmünzen und Bonbons? Das wäre so eine tolle Geschichte. Ein bisschen was anderes. Ja, es muss ja jetzt müssen ja keine wunderbaren Diamantenschätze sein. Aber, weiß nicht, so Schokolade zum Beispiel. Ich will ja nicht gierig sein. Wo geht's denn jetzt hier entlang? Da oben. Ich will ja nicht gierig sein. Aber, Schokolade und so ein Engelskelch. Wenn überhaupt nicht verkehrt. Frage, habe ich eigentlich noch einen Engelskelch? Jetzt, wo ich mal drüber nachdenke. Einen haben wir noch. Okay, aber gegen diese Gegner wird er auch nicht gebraucht werden. Wow, 100. Boah, was ist los mit dir? Super stark. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Wir gehen Richtung Süden, also sind wir hier schon fast am Ziel, denke ich mal, oder? Nein, jetzt müssen wir nochmal kreiseln. Kreisel, Kreisel, Kreisel. Hier oben. Sehr gut. Und dann nach unten. Warte mal. Erstmal die Wegestafel begutachten. Geiersname, Geisterwald. Okay, unten, aber wir gehen ja nicht nach unten. Also wir gehen nach Süden, aber nicht die Treppen wieder runter. Das heißt, hier ist das schon richtig. So, Gegner lassen wir mal links liegen jetzt. Wir haben größere Aufgaben. Wir müssen nicht die kleinen Gegner auch noch besiegen. Hier, oh, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Nein. Ja gut, aber die will ich jetzt verprügeln hier. Drei verschiedene Gegnertypen auf einen Schlag. Da kann ich nicht widerstehen. Sumsums, Mümmler. Heißen die noch Mümmler? Oh, ich vergesse das immer. Die haben zwar so süße Namen, aber wenn man lange nicht mehr spielt, hat man die vergessen. Sups, den haben wir auch.
Hier werden wir ein bisschen begrenzt. Was ist jetzt hier links? Oh, das ist ein kleines. Das kleine Dorf war doch hier, oder? Kippo. Ja, gut. Kippo Village. Nettes Dorf, aber wir brauchen jetzt auch keine Vorräte oder sowas. Oder? Ja, wir haben jetzt auch die Heilmagie. Ne? Also können wir jetzt auch mit den Bonbons und so, die sind jetzt nicht so wichtig. Wobei im Kampf schon noch, denke ich mal, beim Kampf. Ja, ich weiß nicht. Müssen wir testen jetzt. Momentan, glaube ich, haben wir noch zu wenig Praxiserfahrung, um zu sehen, ob wir jetzt wirklich Schokolade und Bonbons noch in Zukunft brauchen werden, so stark, wie wir es vorher getan haben. Heilmagie hat ja auch nur Prim, ne? Und die anderen beiden müssen doch noch mit Süßigkeiten vorlieb nehmen. Gehst du mir aus dem Weg? Gehst du mir auch aus dem Weg? Ich wusste gar nicht, dass der Weg von so weit ist jetzt wieder zurück. Gut. Ja, was hast du denn vor? Riesenattacke auf uns. Mikunich, kritischer Treffer. Es ist schon gut, dass die dann auch hier nicht mehr viel zu sagen haben bei uns. Das gefällt mir. Ach komm jetzt. Kann das sein, dass du uns einfach so angreifst? Dödüp, dödüp, dödüp. So, sind wir jetzt hier seitlich bei Pandora, seitlicher Westeingang? Ja, okay, perfekt. Das ging doch jetzt hier von der Seite ganz gut. Schauen wir mal. Wollen wir jetzt zur Burg? Wollen wir nach Süden? Der Weg ist frei. Nein, der Weg ist nicht frei. Pamela, was ist los mit dir? Du misst dich so merkwürdig. Sie ist verschwunden. Die Ruinen sind da lang. Schauen wir uns mal an. Schauen wir sie uns mal an. Ach, jetzt ist sie einfach verschwunden. Ist ja interessant. Vorher war sie uns die ganze Zeit im Weg. Jetzt verschwindet sie einfach. Verschwinden die alle jetzt, wenn man mit ihnen redet? Nö. Trotzdem wollte ich nochmal schnell zu Burg. Vielleicht tut sich da noch was. Wie man sehen kann, hat sich jetzt doch einiges verändert. Aber warum die jetzt verschwunden ist, so einfach. Okay, erzählt die alte Geschichte. Beim König. Ja gut, das war ja schon eine alte Geschichte, ne? Du erzählst uns nichts Neues. Das ist klar. Dich haben wir schon, glaube ich, drei, vier Mal angesprochen und du erzählst immer dieselbe Story. Immer. Ich wollte nochmal wenigstens mit dem König reden, um zu schauen, ob sich da doch noch was tut. Aber eigentlich, glaube ich, ist der Weg umsonst. Nur die leichte Hoffnung besteht, dass wir da noch was erfahren, was wir vielleicht nicht wussten. Oder Gemma nochmal sehen. Ah, der Weg ist auch weit hier. Richtung Thronsaal. Ich weiß gar nicht, was er uns zuletzt noch mit auf den Weg gegeben hat, der König. Du. Hier müsste es auch eine Abkürzung geben. Direkt, ne, so ein Geheimgang direkt zum Thronsaal. Schauen wir mal, ob hier noch jemand drin ist. Drin, 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 drin. Nein, nur die Sonne strahlt herein. Da. Aha, König ist wieder. Dieses Land war einst so friedlich, so ruhig. Warum musste das geschehen? Ja. Vielleicht können wir helfen. So, das ist die. Ich habe den König noch nicht so aufgewühlt gesehen in diesen letzten Tagen. Mein Liebster, so beruhige dich doch. Denk an deine königliche Gesundheit. Ach, es ist so eine Tragödie. Mein König ist in großer Gefahr. Sollte das Imperium jetzt angreifen, wäre völlig hilflos. Ja, die königliche Gesundheit ist da natürlich auch viel mehr wert, klar, als die normale Gesundheit der normalen Bürger. Frag mich, was das genau ist, die königliche Gesundheit. Gerade eben. Also nur der Titel königliche Gesundheit, wie zum Beispiel. Wie wäre das bei deiner ärmlichen Gesundheit bei armen Leuten?
Denk an deine ärmliche Gesundheit. Okay, wir haben den Weg ganz umsonst gemacht. Ich dachte, es gibt noch den einen oder anderen, ja, Hinweis, irgendeine Besonderheit. Hätte mir doch denken können. Aber das ist ein bisschen komisch, finde ich, dass diese Person jetzt plötzlich verschwindet. Pamela war es, die mit den blauen Haaren, die uns vorher den Weg versperrt hat. Das finde ich ein bisschen willkürlich. Schon schwierig. Aber gut, wir haben sie jetzt herausbekommen und gehen wir mal Richtung Süden. Mal schauen, was sich uns da so für ein Bild bietet. Gemma müsste ja auch wahrscheinlich im Süden sein. Jetzt können wir wenigstens dahin. Ah, diese Statuen sehen echt teuflisch aus. Teuflisch, teuflisch. Mhm. So, diese Masken auch. Ist das Pamela? Pamela, bist du es? Die uns ständig den Weg versperrt. Oh, Prim. Die haben gesagt, sie wollen mich als Opfer darbringen. Dabei kann ich gar nicht singen. Als Opfer? Oh Gott, ich habe mich verlesen. Tut mir leid. Sie wollen mich als Opa darbringen. Dabei kann ich gar nicht singen. Ach so. Ich glaube, sie hat es falsch verstanden. Wir haben es richtig gelesen. Ach so, Mensch, Pamela. Pamela, wach auf. Als Opfer wollen sie dich darbringen. Als Opfer. Ja, seht ihr? Ich habe es doch richtig gesagt. Ach, bla, bla. Du bist doch nur neidisch. Lass mich einfach in Ruhe. Pamela. Was macht ihr da? Geht mir aus dem Weg. Ups. ja, und Dalak muss auch hier irgendwo sein. Ja, machen wir mal. Ey, Prim verteilt einfach ein paar hier Backpfeifen und dann geht der Weg. Dann öffnet sich der Weg. Oh mein Gott. Okay. Ja, gehen wir los, ne? Ja, diese freundlichen, weiß nicht, sind das Graubkatzen? Schauen wir mal, der sieht ja riesig aus. Dieser Opfertempel. Oh, was ist das hier? Ah, die Musik. Oh, neue Gegner. Oh, lecker Spucke. Guck dir aus. Der Sonnenbrille. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, die haben auch Magieren. Ja, Feuerwehrstufe. Zwei. Die hat, das hat reingehauen. Lecco mio. Ja, dafür fehlt man ständig. Ein bisschen blöd ist jetzt mein Charakterwechsel, ne? Jetzt habe ich. Was? Ich habe doch jetzt einen anderen Charakter. Warum kann ich nicht die Magie anwenden? Geht das nicht? Komm. Ah, jetzt geht das. Okay. Heilungsmagie. Und wo kommt denn jetzt der Zombie wieder her? Komm schon, Leute. Wir müssen ein bisschen Angreifsmagie jetzt machen. Ich teste mal die neue Magie hier von unserem Gnom. Herabfahrende Felsen hört sich gut an. Diamanten hört sich auch wunderbar an. Was ist denn billiger? Ah, die Diamanten. Dunkelpriester. Zombie. Ja, Dunkelpriester ist auf jeden Fall die Wurzel allen Übels. Boah, wie viel hat er jetzt gekriegt? Oh, cool. Truhe. Nein! Was bist du denn für eine Truhe? Eine Bombe. Hätte man es ahnen können, als die Truhe Beine bekommen hat? Ich weiß nicht. Zombie sieht aber auch irgendwie süß aus. Mit der Kette hinten. Ja, mit den Rotz da. Der, oder der Spucke. Ist das Rotz oder Spucke? Irgendwie so beides wahrscheinlich. Ja, Haupttor. Dann die beiden Seitentore. Türen. Mhm. Das sieht ja super vertrauenswürdig aus, diese Säbel da.
Schauen wir mal, dass wir nicht gleich in alle reinlaufen. Die haben wahrscheinlich gute Angriffskraft. Schwert des Bösen wurde kritisch getroffen. Ja, Stufe 13. Prim hat auch eine Stufe. Ja, die sieht irgendwie ein bisschen verdächtig aus, diese Statue. Nur mit den gelben Augen. Tja. Wüsste ich jetzt trotzdem noch nicht, was wir da machen. Ja, geh mir aus dem Weg, Zombie. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt einfach hier mal in die andere Seite rein. Da will ich mal schauen, ob das dieselbe Situation ist wie im anderen Raum. Ah, da sind noch Kerzen. Ja, die Kerzen können doch nicht schlimm sein. Okay, wenn sich die Kerzen bewegen, vielleicht sind es Magiekerzen. Okay, das ist ein Tisch. Ist schon ganz schön riesig. So, und jetzt du noch. Ach, null. Geht der echt nur mit Magie? Nee. Aber ohne Magie geht er fast nicht. Ne? Ja, aber hier ist ja nichts. Ja, habe ich irgendwie, weiß nicht, ob sich das lohnt, den mit Magie zu vernichten. Schauen wir mal. Oder wir können von Prim mal was ausprobieren. Vielleicht. Nee, ob das was bringt, wenn ich jetzt unser Schwert verzaubere. Wie viele Magiepunkte kostet das? 4! Wahnsinn! Also teuer ist ja gar kein Ausdruck. Das ist ja fast unbezahlbar. Oh! Tor? Hallo? Was war denn das für eine Spezialattacke? Okay. Na gut, da gibt es auch nichts. Ja, haben wir schon fast gedacht, dass die Mitte dieses Doppeltor, dass es da weitergeht. Die Mitte ist doch immer am sinnvollsten anscheinend. Oh nein, diese Pferdchen wieder. Die waren ja schon. Wobei, jetzt treffen sie aber ganz gut. Einhörnchen. Einhörnchen-Attacke. Gut, dass der andere noch ein bisschen ruhig bleibt. Ich glaube, die haben auch eine gute Attacke. Ach komm, da lade ich schon auf 100 auf und dann verfehlt er ihn. Vorher haben wir doch gut getroffen. Was ist denn jetzt los? Einhorn. Es ist nur ein Einhornkopf. Ich dachte, er hat einen ganzen Körper. Nee, doch. Stimmt. Kann sich trotzdem gut bewegen. Zack. Und Angriff. Und Attacke. Ja, Popeye hat auch Stufe 12 erreicht. Hallo, Zombies. Weiß nicht, wo meine beiden Begleiterinnen so passiv sind. Genau, sehr gut. Ja, gerade habe ich es gesagt. Der Zombie, der liegt. Was ist los? Ich gehe rückwärts. Was war das für eine Attacke, Zombie? Ich bitte dich. Kannst du dich nicht einfach schlagen lassen von uns? Gut, da unten ist noch dieser komische Blumentopf, der hier nie getroffen wird. Komm, der hat so eine starke Feuerattacke. Komm, wir gehen weiter. Nein, jetzt bleiben die da hängen. Eieiei. Okay, naja, kein Bock. Präzisionsboost. Den treffen wir in ihrem Leben. Ach Gott, was ist das denn hier alles? Da oben ist eine Tür. Wo sind meine beiden Begleiter? Was ist hier unten? Hier geht's nach unten. Schauen wir erstmal hier rein. Ich hoffe, die beiden kommen jetzt einfach mal. So spawnen jetzt neben mir. Ja, sehr gut. Gut, gucken wir mal hier. Das sieht irgendwie so ähnlich aus wie vorhin. Also es ist eigentlich genau dasselbe. Lass mich jetzt veräppeln. Ist genau derselbe Raum. Oh, hat ja überhaupt nichts gebracht, da oben vorbeizugucken. Schwert des Bösen, 100 Schadenspunkte. Naja, wenigstens sind die beiden Mädels wieder da. Jetzt, Leute, wir gehen nach unten. Gut, das Schwert können wir mitnehmen. Auf jeden Fall. Oh nein, die beiden. Okay, Feuer oder was? Nein, Feuerball. Gut. Ich. Was? Gleich zwei hinterher.
Prim, kannst du uns heilen? Und dann meint, die folgen uns nicht. Alles gut, Prim, heil uns mal ein bisschen. Also mal schauen, wie viele Bonbons habe ich denn noch? 4 Schokolade, 1. Also besonders viel Heilung haben wir auch nicht. Man muss echt sparsam schon umgehen, der Magie. Ja, aber es sieht immer noch super gut aus. Ich mach mal so alle 3. Das kostet auch nur 2. Ja, das hat sich schon gelohnt. Und Thor geht wieder vorne weg. Okay, wo sind wir hier? Ach, du wieder. Ach, der Feuer anwendet, das ist so ekelhaft. Können wir ihn nicht treffen? Schauen wir mal, Leute, komm. Schutz. Da ist ein Zombie. Die nehmen wir schon mit. Die anderen sind ein bisschen zu schwer zu treffen, beziehungsweise mit Magie wäre schon möglich. Aber ich will noch ein bisschen Magie sparen für den bösen, bösen Endboss, der hier sicherlich kommen wird. Oder Zwischenboss ist ja nicht der komplette Endboss. Nein, Feuer. Ey, das kotzt mich so an hier mit dem Feuer. 62. Warte mal, ich muss ihn wieder heilen. Prim. Heilung ist wieder angesagt. Machen wir jetzt für alle? Es lohnt sich nicht für alle. Nein, nein. Papa, ja. Okay. Ja, den kriegen wir. Er ist nicht so. Ey, ich fass es nicht. Kommt mal mit hier. Ein bisschen mitkämpfen. Immer so passiv. Ich meine, gut, ich habe sie auf Fernkampfwaffen eingestellt, aber ich meine, könnte trotzdem, oder? Könnte trotzdem ein bisschen besser sein. Ah. Zauber ist abgeklungen. Ja, jetzt kann ich ja schon viel besser treffen, nachdem sein Zauber abgeklungen ist. Ausweichboost, Präzision. Was war das? Präzisionsboost? Oder was heißt das denn? Ich vermute mal, er kann es damit besser treffen. Aber der hat jetzt hier irgendwie zu viel Boost, zu viel Buffs. Ach komm. Keine 10 Minuten Zeit, gegen dich zu kämpfen. Ach, du wieder. Komm, komm, Leute, wir gehen gleich runter. Ey. Gut. Gut, mit den Levels sind wir wahrscheinlich ein bisschen hinten dran. Ah, okay. Ihr sagt wieder nichts. Oben geht's wohl zur Hauptstory. Schauen wir einmal nochmal rum. Oh ja, was bist du denn für einer? Das ist so, du siehst wirklich ein bisschen... Du siehst bossmäßig aus da oben. Ah, hoffentlich können wir den Zauber lösen. Schauen wir mal. Ich nehme an, du bist Thanatos. Ach, das soll Thanatos sein? Ganz recht. Okay, wenn es Thanatos ist. Ich meine, die Hexe war auch auf Thanatos fixiert vorhin. Ob wir gegen ihn eine Chance haben? Und ich habe schon viel von euch gehört. Ihr seid diejenigen, die Eline bezwungen haben. Ihr seid also nicht die üblichen Narren. Ja, habe ich gerade von der Hexe erzählt. Du lässt jetzt augenblicklich Pamela und Dolak frei und nimm diesen Fluch von all den armen Leuten. Ja, wenn es so einfach wäre. Das ist ja amüsant. Ein resolutes Fräulein haben wir da. Ich nehme an, das hier ist die Pamela, von der du da sprichst. Ja, das ist sie. Wirklich zu dumm, ich habe ihr die Lebenskraft bereits entzogen. Nun ist sie meine treue Dienerin. Das ist doch. Eingeschlossen unter diesem Altar befindet sich all die Energie, die ich diesen Menschen entzogen habe. Euer Widerstand ist reine Zeitverschwendung. Ergebt euch dem Imperium hier und jetzt oder auch ihr werdet von uns ausgelöscht. Also er ist ein Diener des Imperiums oder der Herrscher des Imperiums. Tja, verrätst uns aber ziemlich viel hier. Die Energie ist unten drunter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Nationen sich der Macht der Festung beugen und sich unserer Ordnung unterwerfen.
Ohne ihre Lebenskraft haben die Menschen unserer Macht nichts entgegenzusetzen. Ah, das ist Tulak. Er war nicht leicht zu knacken, wie ich höre. Hatte auch Eline so ihre Probleme mit ihm. Vielleicht ist dieser Soldat ja... Das macht die Sache auf jeden Fall interessanter. Und ihr drei seid auf eure eigene Weise ebenfalls ganz unterhaltsam. Ich denke, ich werde euch jetzt auch die Lebenskraft entziehen. Ups, ganz schlechte Idee. Also wir wollen auf jeden Fall unsere Lebenskraft noch behalten. In diesem Raum wird euch nun die Lebenskraft entzogen. Setzt euch am besten gar nicht erst zur Wehr. Ach, was für ein wunderbarer Rat. Einfach Lebenskraft entziehen lassen. Ja, kommt hier noch jemand? Von oben runter wahrscheinlich gehüpft. Bremsträge. Ah, okay. Meine Güte. Okay. Das war nicht gut. Mal Angriff Magie. Wir haben doch gerade das hier. Ich nehme mir aber die Diamantenraketen. Auf alle drei, na klar. Und Prim, du heilst dich am besten selbst. Mist. Ja. Blöd, dass wir halt nicht volle MP hatten. Das ist ein bisschen blöd. Und Tor, Gras an. Das Auge in der Mitte scheint irgendwie besonders zu sein. Energiesog. Okay. Also du ziehst uns wirklich die Energie ab. Also... Ich überlege gerade. Prim brauchen wir zum Heilen auf jeden Fall. Ja, dann kann ich nur mit Popeye angreifen. Ne? Mal sehen. Also ich habe hier auch noch Eiszapfen. Oder diese. Stellt Stil-TP der Gegner. Das ist doch auch cool. Könnten wir mal machen, wenn wir ein bisschen arm an TP sind. Kostet auch nur 2. Und die Verteidigung der Gegner. Frost. Machen wir mal Frost. Ah, das eine Auge. Was ist mit dem? Was ist denn dazu? Okay, das ist jetzt auch schon. Wahrscheinlich gehen die wieder auf, oder? Okay, warte mal. Prim muss sich wieder heilen. Ein Engelskelch haben wir ja noch. Also, ich glaube... Bis jetzt läuft ganz gut. Aber diese Augen sind schwer zu treffen. Ohne Magie. Jetzt war halt dieser Energiesog angesagt. Das werde ich mal testen. Hatte ich ja noch nie. Poi. Energiesog. Ah, für beide sogar. Ist ja cool. Ja, jetzt triffst du wenigstens ein. Was jetzt in 18, echt? Okay, sie ist tot. Was uns halt gar nicht gefällt. Das gefällt uns überhaupt nicht. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, was da los war. Was? Er belebt sein Auge wieder. Er hat sie wieder belebt, tatsächlich. Eiszapfen. Ich wollte eigentlich den Gnomen verwenden. Ich glaube, das war ganz gut. Soll ich das hier verwenden? Das kostet... Wie viel war das? Das kostet 3. 3, 3, 3. Das können wir dann nur noch einmal anwenden, aber die Diamantenrakete können wir noch zweimal anwenden. Nehmen wir die Rakete. Vielleicht kann ich mit Prim... Na, er sieht nur noch 3. Also da kann ich auch nicht viel machen. Die benutze ich noch zum Heilen. Ja, 2 sind im Eimer. Jetzt haben wir nur noch ein Auge. Kommt Angriff auf das Auge. Alle auf das Auge. Was habe ich? Das kann ich das verwenden? Das kostet 3. Perfekt. Ja, 186. Geil. Das hat jetzt reingehauen. Oh, die Wand kommt auf uns zu.
Vielleicht kann Prim uns noch irgendwie unterstützen mit dem Zauber. Prim? Mal sehen, was haben wir für Zauber noch, um unsere Waffe zu verbessern vielleicht. Warte mal. Kraft des Wassers. Werfe Steine an, erhöht die Ausweichschaden und beschleunigt Angriffe. Hält die Verteidigung, senkt den Schaden und Schaden. Nee. Beschleunigt die Angriffe. Vielleicht das hier. Nein. Kommt Leute, greift mit an! Nein! Ja, Leute, das war eine gute Niederlage. Ich glaube, wenn wir jetzt noch einmal... Ich wusste es nicht, dass kompletter Tod ist, wenn wir da landen. Also das wusste ich nicht. Ich glaube, viel hatte er nicht mehr. Was jetzt viel gebracht hat, wir würden irgendwas... Naja... Also für den nächsten Kampf muss ich mir irgendwie eine Taktik überlegen. Also es war schon nicht ganz so übel. Das war schon nicht, der Kampf war schon nicht ganz so übel. Mal schauen. Ich glaube, viel hat nicht mehr gefehlt. Beim nächsten Mal, denke ich, werden wir ihn knacken. Hoffe ich zumindest. Okay, Leute, jetzt haben wir mal gesehen, wie wir sterben können bei diesen Energieentzugsgegner. Ich weiß gar nicht, wie er hieß mit den drei Augen. Ihr wisst, was ich meine. Schauen wir mal, ob es beim zweiten Versuch klappt. Okay. Sind etwas schlauer und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, macht's gut.